Ich hab, aber ich hatte da noch ein paar. Ach ja, und das war im Ü-Ei drin. Ist die nicht schön? Out of order. Im Leben gibt's so manchen schiefen Ton. Die Noten sind zwar alle da, doch der Song kommt platt rüber und hört sich nicht mal ansatzweise wie Musik an. Und Ja, doch ist es klebe ich an mein möglich, Mikro. sie harmonisch zusammenklingen zu lassen. Doch nicht immer liegt das in unserer Hand. Sie sehen müde aus, John. Bin ich. Ich wurde müde geboren. Ich kenn's nicht anders. Da sind Sie nicht der Einzige. Ja, ich bin fertig. Und am Verhungern. Ich komme gerade von der alljährlichen medizinischen Untersuchung für Polizisten. Ich musste nicht nur nüchtern erscheinen, sondern auch zwei riesige Gläser Wasser austrinken. Wow. John, alles klar bei Ihnen? Bei mir ist immer alles klar. Ja, das ist ja das Problem bei uns Männern. Die Sache ist, ich würde Ihnen ja gerne bei dem Fall helfen, aber ich kann nicht. Sie wissen doch, dass ich für den Staat New York arbeite. Wenn ich irgendwelche Informationen hätte, könnte ich sie nicht mit einem Privatdetektiv teilen. Selbst wenn sie hier auf diesem Tisch liegen würden. Keine Sie haben Ahnung. Doch zwei riesige Gläser voll Wasser getrunken. Wie verkraften das Ihre Nieren? Ja, Sie haben recht. Vielleicht Tschüss. sollte ich mal aufs Örtchen. Wenn Sie mich entschuldigen. Och, da hat er einfach die Akte liegen lassen. So ein Dusselchen. Jo, des oberen Gerichtsmediziners East Manhattan. Autopsiebericht. Vorläufig. Fall Nummer 176097, medizinische Abteilung B3. Verstorbener Joseph Richard Dunn. Geschlecht männlich, Lux, Farbe dunkelbraun. Alter 47, Gewicht 74, Größe 1,65, Mann ist der klein. Aber 47 für einen Lux ist schon ein gutes Alter, oder? Zeitpunkt, Datum des Todes 19 Uhr am 19. Oktober 1900. Ursachen des Todes, gewaltsame Asphyxie, Art des Todes, Selbstmord. Am 19.10.1900. 19 Uhr. Ob die Zahl 19 was damit zu tun hat? Die Zahlen 1 und 9 kommen vor, wie in 9-11. Sorry. Externe Befunde. Gewaltsame Asphyxie verursacht durch ein Seil um den Hals. Rund um den ganzen Hals wurden vier ringförmige Abdrücke festgestellt, die vom besagten Seil stammen. Da kann ich so schnell lesen müssen. Angeschwollene und leicht zerkratzte Fingerknöchel an der rechten Hand. Vermutlich durch ein Trauma in jüngster Zeit verursacht. Interessant. Dann hatte vier Male am Hals. Dann hatte vier verschiedene Male am Hals. Als dann starb, waren seine Fingerknöchel angeschwollen. Ja, wo ist die Pyramide mit den Augen in der Mitte? Du meinst Illuminati? Der ist bei Gravity Falls. Na? Jetzt komme ich mir noch dünner vor. Meine Nieren auch. So dünn bist du auch nicht. Danke. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, John, für mich schien das alles so klar zu sein. Aber jetzt... Bitte versprechen Sie mir, dass Sie keine Selbstjustiz üben. Ich will doch sehr hoffen, dass wir beide keine einsamen Rächer sind. Ja, ist ja gut. Klar. Sie können mir vertrauen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also schön.
Wie auch immer. Sie hat mich auf dem Laufenden, oder? Nö. Ich bringe ihn einfach um. Sie können sich darauf verlassen. Bis dann, John. Nee, ich schub's ihn von dem Zug oder vors Auto. Wie immer hatte mir Smirnoff möglicherweise relevante Informationen überlassen. Und er hatte auch Zweifel gesät. Wenn ein alter Hund wie er plötzlich so ernst wird, dann muss man bereit sein, zuzubeißen. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung. Was haben wir denn? Ja, der Expander, Fußabdrücke. Dann wollte den Kampf absagen. Als dann starb, waren seine Fingerknöchel angeschwollen. Dans Gewicht 74 Kilo. Größe 1,95. War das nicht gerade noch 1,65? Dann hatte 4 verschiedene Male am Hals. Vier verschiedene Male. Ein Expander hat aber nur 3. Aber ich probiere es trotzdem mal. Oh, noch was. Dann hatte geschwollene Fingerknöchel. Von was? Vom Halten, dass nicht zugezogen werden kann? Nee. Das ist jetzt wieder nur Rätselraten. Rätselraten mit Michi. Vier verschiedene Male. Expander. Das hat man schon. Ah, das scheint ja anscheinend zu stimmen. Ich glaube, ich bin gerade so blöd.
Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja eigentlich nur was mit dann. Dann hatte 4 verschiedene Maler am Hals. Dans Gewicht und Größe. Als dann starb, waren seine Fingerknöchel angeschwollen. Dann wollte den Kopf absagen. Und haben halt noch einen Yale. Kann ja eigentlich nur was mit dann zu tun haben. Theoretisch. Das irritiert mich halt, dass dann gleich ein drittes noch gibt. Tipp oder so wäre halt auch noch nett. Bim. Ey. Help. Was hat das jetzt bitte miteinander zu tun? Ich habe ihn einmal geboxt. Aber warum? War er denn nicht ruhig und gelassen? Alles klar. Und welcher normal denkender Mensch kommt darauf, dass die geschwollenen Fingerknöchel etwas mit einem Farbeimer zu tun haben? Nur so als Frage. Das ist schon zu spät für Logik. Ich glaube, dieses Spiel hat sowas wie Logik auch nicht. Und ich verstehe die Logik dahinter nicht. Geh. Klack. Was genau hat er gesagt? Sowas wie, wenn du das machst, sage ich den Kampf ab und sorge dafür, dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt. Was genau hat er gesagt? Ernsthaft? Am Gerüst? Sowas wie, wenn du das machst, sage ich den Kampf ab und sorge dafür, dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen buggy. Bin mir aber nicht so sicher.
Und jetzt? Da wäre die Frage wieder. Ich glaube, der wacht nicht mehr auf. Der ist tot. Kleine Schritte, aber wir kommen voran. Zwischen 5 Stunden herumwandern, ohne Plan. Ich probiere es nochmal mit der Schnecke da oben zu reden. Versuchen kostet ja nichts. Ey, Baby. Bin ich wieder. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein. Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Ich bin bereits beim letzten meiner neuen Leben angekommen. Und ich merke, wie meine Lebenszeit schwindet. Erhänge ich mich jetzt? So etwas zu tun. Das Leben hat mir schon so manchen Schlag verpasst, aber... Das Seil ist viel zu hoch. Der ist garantiert größer als 1,69. Du musst einfach einen auf Dr. Hund regenerierst, ja. Erst einmal. Sei ich doch jetzt zu klein dafür. Weil der Kerl ist größer als 2. Der ist bestimmt genauso 2 Meter oder so. Und komme gerade so an die Schlinge. Dann hat sich niemals selbst erhängt. Hey, das wusste sogar ich. Zumindest nicht allein. Warum kann ich das nicht einfach alles auf einmal machen? Heftige Frau. Yeah. Dann war nicht groß genug, um sich an der Schlinge zu hängen. Ja. Bobby Yale. Auf Anhieb. Ich weiß nicht, ob du ein Motiv hattest, dann umzubringen. Aber du hattest auf jeden Fall die Mordwaffe. Jetzt geht's ab. Haha! 3 in Folge. Hatte Yale dann etwa nur umgebracht, weil er den Kampf absagen wollte? Wenn der Hund auf Steroide war, bestimmt.
Dann schrumpft ja bekanntlicherweise nicht nur der Penis. Ich wusste immer, dass Bobby Probleme hat. Doch ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Keine Ahnung. In meiner Branche sollte man lieber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber der Expander, die Kiste in seinem Spind, die Spuren am Hals meines Vaters. Das alles weist doch auf ihn. Es ist fast Mitternacht und geht Penis. Wie auch immer, das ändert eh nichts. Doch, allerdings. Wir wissen jetzt, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Mein Vater ist noch immer tot und Sie haben noch immer nicht Bobby Yale gefunden. Alles beim Alten also. Es bringt uns rein gar nichts, wenn wir den Safe öffnen und das Testament meines Vaters finden. Also bitte beeilen Sie sich. Die Zeit läuft. Der Safe ist offen und wir haben das Testament schon gefunden und auch Sonjas gelesen. Sonjas Gleichgültigkeit verblüfft mich noch immer. Aber was noch wichtiger war, was hatte sie gegen Yale? John Black, Sir? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Kennen wir uns? Ihr Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Vielleicht erinnern Sie sich an meine Jungs. Tut mir leid, dass die ihren Anzug in Falten gelegt haben. Wissen Sie, die ahnten nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Gut, dass Sie nicht im Trappi anfahren. Ich will ihn ebenso finden und dieser Sache auf den Grund gehen, wie Sie, Mr. Blacksad. Also bitte. Nehmen Sie doch meine Einladung an. Warum sollten wir unsere Erkenntnisse nicht austauschen? Je, auf einem warmen Platz, ja, Pfullteufel. Natürlich. Es stört Sie doch nicht, dass ich in einem so schicken Wagen mit einem so zerknitterten Anzug sitze, oder? Oh, ich finde, Sie sehen aus wie aus dem Ei gepellt, Mr. Blacksad. Wobei, wenn diese Falten auf mich abfärben sollten... Ich gehe immer auf Nummer sicher. Ich hoffe, es ist fertig. Schadet einer Katze auch nicht. Oder überhaupt wem. Wir hätten noch gezwungen werden können. Das wäre sicher nicht so gut ausgegangen.